Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Bros. Wie heute mit dem Level Dragon Ride Fair Fire Sea. Nein! Ach ja! Ja! Geiles Level! Geiles Level, aber schwieriges Level. Geil, aber schwierig. Schon verkackt. Gut, jetzt nehme ich mal 3 Starcoin Kit. Der Fiese. Ach, kommt schon wieder. Mann, oh Mann. Ach, Mist! Ah, schon wieder verkackt. Ach Gott. Ach Gott, nee, komm, Leute. Aber gut. Ach Mist! Jetzt springe ich mal zu hoch, mal zu niedrig. Ach Gott. Okay. Ach Gott, jetzt habe ich die Starcoin übersehen. Es klappt einfach nix. Nein, es klappt nix. Nein. So, jetzt speichern, oder? Ich finde das dann fair. Nein. Ah. Mist. Nein, nein. 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 Ach Mist, ey, fuck. Ach, zum... Warte, doch, zum Glück. Ich müsste jetzt hoffentlich eigentlich 20 haben. 30. Ja, hatten alle 29 Ringe und der 30. war der da. Okay. Level heil überstanden. Ich würde sagen, es geht weiter. Wo willst du denn hier rein? Was? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach ja, es geht hier weiter. Nee. Nee, nein, noch nicht. Zuerst erledigen wir hier die beiden Level. 8-8. Ach ja, nein, oh geil. Ach du Scheiße, das ist ja beschissen wie hier der blöden Fernbedienung. Ach nee, das geht nicht. Das geht nicht. Nein, stopp. Das geht nicht. Das lässt ja meine Wiimote nicht zu.
Remote Motor. Jetzt kann ich den nicht abstellen. Ne? Ja. Ach du Scheiße, das hat er doch mal gesehen. Jetzt kann ich den Scheiß nicht abstellen. Das ist doch nicht gut für einen Motor. Ach, okay, Scheiße. Ach, da kann ich auch nicht, weil ich Rande Schluss. Ach, ich hoffe, das Level erledigt schnell. Das Dumme ist, ich habe auch nur 100 Sekunden. Mann, was soll denn der Schmarrn? Das tut. So. Hallo, du sollst da hoch. Das geht in deine Birne rein, oder? Heiliges. Ach Gott, ich muss mal kurz beenden. Das ist scheiße. Das ist dann. Nee. Dann hast du auch noch ein Zeitlimit. Hallo, stopp! Nein, stopp! Jetzt geh halt weg, du Arschloch! Ach nein. Jetzt spring halt! Das kann ich nichts dafür, das ist scheiße. Okay. Einmal kurz stopp. Meine Wiimote dreht völlig durch. Jetzt habe ich wieder vor allem ein bisschen mehr Zeit, ne, wie vorhin, 52 Sekunden. Hallo, Starcoin ist hier. Starcoin. Heiliges. Das Doofe ist, es geht ja nicht mal vorwärts. Lass er ja vergessen. Und sofort hier rein. Und jetzt bleibt die Zeit stehen. Und das Ganze hat aufgehört. Danke. Meine Lieferbedienung dreht. War es, ich glaube, sie hat es jetzt nicht ganz so geil gefunden, das Level. Ich selber hätte es geil gefunden, aber ach, egal. Hier, also das war jetzt selber mit Zeitdruck und so weiter. Verrücktes Level. Und das ist jetzt, glaube ich, das ist jetzt so eins. Das ist ein heiß, also mit heißem Wasser. Ja, wisst ihr jetzt, ihr seht dann schon noch was gemeint damit. Mit heißem Wasser. Das weiß halt, das Wasser kocht nämlich. Und wenn man jetzt ins Wasser fällt, ja, hat man ein paar Probleme. Ich betone ein paar. Da kommt so einiges zusammen. So, weil es hier kocht, darf man nicht. Nein, wie schon gesagt. Ja, okay. Okay, jetzt ein Hammer. Den hätte ich ganz gern. Wohin geht das? Okay. Nein! Jetzt habe ich mich gefreut, dass ich einen Hammer habe. Ja, wahrscheinlich brauche ich noch, ne? Stimmt's, stimmt's. Weiter hier. Okay. Jetzt muss ich hier hoch, doppeln, ne? Okay, jetzt was ich. Jetzt läuft die Zeit ab. Hallo, runter. Zeit ablaufen, aber Gewalt. Ja, wie denn sonst? Nein, ich komme doch gar nicht runter. Wie soll ich denn jetzt hier runter? Jetzt haben wir es so ganz im Ernst. Wie kommt man hier runter?
Das ist ja geil gemacht. So knapp, ne? Eigentlich überhaupt nicht geil. Aber sagen wir so, das ist so knapp gemacht, ne? Da wäre echt nicht viel Zeit. Aber die Idee finde ich sehr, sehr gut. Okay. Dann, wo ich hin darf, wo ich nicht hin darf. Okay. Wäre ich natürlich unten lang gegangen, natürlich. Ich entscheide mich immer fürs Falsche. Wenn ich jetzt hier lang gehe. Hä? Jetzt. Wo komme ich jetzt hier raus? Das hat aber nichts mit mir zu tun. Ich bin jetzt gespannt. Komme ich jetzt hier raus? Ich muss tatsächlich nun da. Da, wo ich anfangs hätte hingesollt. Ja, natürlich kochendes Wasser, heiße Lava. Okay, hier rein jetzt. Ja, natürlich. Wie knapp denn noch? Okay. Runter. Danke für die Information. Okay. Okay, gut. Ich war ja gerade auf dem Weg nach oben. Na gut, dann bleibe ich unten. So. Wie das ausschaut. Ah, hier geht's rein. Ah, nur mal schön. Aber okay. Jetzt haben wir im Prinzip nichts mehr so Allmächtiges für uns. Also groß an so normalen Leveln. Wobei, die Level sind hier alle mit normal. Also, im Großen und Ganzen schon. So. Also, aber jetzt. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Bowser's Keep. Noch was, ich save jetzt erstmal kurz, weil das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gemacht. Wenn jetzt irgendwas neu machen muss. Okay. Los geht's. Bowser's Keep. Okay. Es ist ein nettes Level. Also ich darf schon mal nicht auf diese Dinger drauf. So. Naja, also das habe ich mir jetzt eigentlich anders vorgestellt. Also ich demonstriere mal, was passiert. Also es passiert das. Na. So. Jetzt geht's hier rein. Das erste, was ist, wir kommen, fahren erstmal ein bisschen nach unten. Und dann müssen wir gleich mal in die Röhre hier rein. Gut, dann wenn wir das erledigt haben. Funktioniert tatsächlich gut. Ja, das ist auch ganz nett. Es geht hier gar nicht ohne. Auf jeden Fall ein Fragezeichen-Schalter.
Was macht der? Genau, da ist uns das Mark weitergehen. Wovor ich mich am meisten in dem Kram ist nachher der Schluss. Das hasse ich. Das schaffe ich nicht. Zumindest nicht beim ersten Mal. Ich muss wahrscheinlich 1060 setzen. Mach ich das sowieso schon. Ich weiß aber. Ach egal. Jetzt geht's hier rein. Interessante Passage. Interessante Chip-Chips. Knochen-Chip-Chips. Ach ja, in jedem Bereich gibt es eine Sterne. Bevor ich es vergesse. Okay. Auch das ist erledigt. Dritter Bereich. Und somit auch groß der letzte. Au! So langsam weh. Das ist der Bereich. Ja, ich hier schon wieder. Starcoin, wo bist du? Achso, stimmt. Der Bereich hier. Mit diesen komischen Elektro- oder sonst Feuerding oder Elektro-Ding. Egal. Das sind nervige Dinger. Okay, war vielleicht nicht ganz so guter Plan. Zum Schauen wäre vielleicht doch das Allerbeste gewesen. Okay, I did it. Nein, I got it. Okay, so ein Mini-Teil. Die Dinger bewegen sich aber auch wirklich langsam. Bleibt ja genug Zeit zum Safe-Traden. Noch eine Blume, falls ich brauche. Werde ich aber nicht brauchen. Und der Mega-Schalter. Okay. Weiter geht's. Jetzt ernst. So furchtbar ernst. Checkpoint. Endlich. Warum auch immer ich jetzt die brauche. Kann sie natürlich entscheiden. Ist in der Lava-Welt, also eigentlich sollte ich Eis nehmen. Aber ist ja frisch Feuer. Jetzt musste ich hier ausweichen. Ja, drei Schalter und alle drei gilt es zu aktivieren. Warte, also irgendwas passt jetzt nicht. Es sind zwar drei nette Schalter, aber... Nee, das schnall ich jetzt nicht. Achso, zuerst den ersten. Wieso waren gerade alle drei da? Jetzt war noch einer da. Egal. Also Schalter Nummer 1. Beweg dich jetzt mal von der Stelle, verschisse. Hallo, weg mit dir. Bewegst du dich jetzt? Okay, danke. Einmal getroffen. Nicht gut. Einmal getroffen. Beweg dich jetzt. Hallo, bewegen. Oh, das Arschloch bewegt sich hier mal. Nein. Du. Hallo. Steh auf. Okay. Zweiter. Ist egal. Nein, nicht egal. Ja. Na,
fasst mich halt an. Ja, ich meine an. Hat mich getroffen. Okay. Das hätte ich jetzt auch geschafft. Nein. Stopp. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Also in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ach nee, doch nicht. Da wisst ihr was, das ist doch so ein Schmarrn. Halt doch die Klappe. Ach so, ich... Das wird jetzt lustig. Ach komm schon, Leute, das ist doch... Mit Schütteln komme ich jedenfalls weiter. Okay, jetzt muss ich ihn nur noch treffen. Der wirft so mit einigem Zeug auf mich. Also 1, 2, 3. Das ist gar nicht so einfach hier. Na toll. Und irgendwann ist die Zeit auch mal aus. Nein, die Strecke ist irgendwann zu Ende. So, hallo, runter, runter. Natürlich. Ich wollte es doch gar nicht so. Leck mich da am Arsch, ey. Also. 1, 2, 3. Oder? Nein, noch nicht 3. Ich weiß ja gar nicht, wie oft ich ihn jetzt treffen muss, Mann. Ich hasse diesen Kampf da. Echt, der ist bescheuert. Runter, 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 runter. Dann wirft er mit so viel Zeugs um mich, auf mich. Ach Mist! Er kann's halt. Okay, speichern. Auch wenn es mega viel Zeit kostet. Nein, runter, runter, runter. Nein, verdammt nochmal. Meteoriten, wenn ich jetzt hier überstanden habe. Mist. Ach, Mann. Nummer 1. Nummer 2. 3. So lässt sich's aushalten. Bewegst du dich jetzt mal? Ich möchte nicht so hinter dir rumfliegen. Das war genau das der Plan. Nein, Scheiße. Kann ich auch hinter dir? Nützt das was? Ha, ja, das wird was nützen. Theoretisch nützt es schon was, bis ich kann halt den Kurs ausweichen. Nein. Ich bleib dabei vorne. Nein, verdammt! Es wird jetzt das ist ein schwerer Kampf. Nein! Ich habe Hunger. Ich will unbedingt was essen. So, du wenn du noch höher wirfst, ne? Ich schwöre dich, du verklag dich. Ob das was nützt bei dir, aber frage ich mich zwar auch, aber ich kann es ja mal probieren. So,
Nein, jetzt musste er mich mit seiner Flamme anspotzen. Was Besseres hatte er wohl nicht zu tun in dem Moment. So. Wir müssen auch Zeit für den Angriff lassen. Und dann Mengen. Nein, oh Mann, jetzt habe ich ihn gerade so schön ein paar Mal getroffen. Nein, doch nicht. Nein, was machst du denn? Nein. Ich hab's kapiert, deine Macht ist unvorstellbar groß. Und langsam geht's ins Endstadium, ha? Wenn jetzt mittlerweile schon ein Hämmern auf mich wird. Ey, Bowser, was ist mit dir los, ey? Was ist mit Hämmern auf mich, ha? Dir fällt auch nichts mehr neu sein, ja? Nichts mehr Besseres ein, ha? Okay, vielleicht soll ich hier einfach mal kurz vorbei. Indem ich aber noch halbwegs nach oben steuere. Okay, geschafft. Okay, vielleicht kann ich mich jetzt ausgerechnet jetzt an den Hintergrund. Und du hör mal auf, so Zeug auf mich zu werfen. Genau, jetzt macht er Flamm. Scheiße! Und die Zeit wird ja auch irgendwann knapp, ne? Okay. Getroffen. Hier getroffen. Jetzt sind wir dann ein bisschen hoch, wie er wieder hochgeht. Ja. Wieder getroffen. Nein, Mann, ich hab ihn doch gerade so schön gehabt. Na, erstmal speichern. Naja, also. Nach jedem Mal. Nein. Nach jedem Mal. Weil sonst krieg ich den nie. Okay. Hast du eine Ahnung, Bowser, was ich hier durchmachen muss? Okay. Okay. Das ist jetzt doof gemacht. Ahnung. Genau. Ahnung. Bowser braucht, hat Ahnung. Bowser hat Ahnung von was denn? Nicht mal vom Zerstören hat er Ahnung. Okay. Oh, ich habe ihn endlich geschafft. Besiegt. Warte mal, ich muss jetzt noch hier in der Luft bleiben. Jetzt mal, ne, stopp. Ich jetzt. Jetzt? Jetzt muss ich es noch aushalten, weil jetzt hat er erstmal eine riesen. Aber zerstört gleich alles. Danke, wir sind bei 30 Minuten der Part ist nicht allzu lang geraten. Ich bin zufrieden. Okay.
Okay, Mario, verbeuge dich. Freue dich. Kein Bussi Bussi, bist zu klein, was? Newer Super Mario Bros. Wii. Ja, wie war das Ganze eben? Nett. Achso, ich kann jetzt auch spielen, ne? Ja, also wie gesagt, nett gestaltet und so. Gut, die erste Welt hat man angesehen, die war nett. Oh, das allerbeste, allergeilste, aber dafür der Rest. Ja. Ist denn hier oben drin, ne? Komm mal hinauf, ne? Nein. Im Weltraum. Ja, ja, sonst habe ich eigentlich nichts groß dazu zu sagen. Ich finde es gut, dass momentan wird nämlich Newer DS gemacht. Also Newer Super Mario Bros. DS. Das ist 85% ungefähr fertig, mindestens. Finde ich gut. Das wird raus, das werde ich höchstwahrscheinlich auch spielen. Dann wurde bereits Newer Super Mario Bros. U angefangen. Super schön, super geil. Da freue ich mich auch schon drauf. Ja, okay. So. Noch einmal. Ah, ich kann den Player auch hier. Hallo Luigi. Ja. Kann ich die auch nehmen? Hey, kann ich euch stapeln? Nee. Ja. Zu diesem Let's Play. Ich weiß nicht warum. Ich habe auf jeden Fall viel zu viel gefailt. Ich habe schon mal durchgespielt und da habe ich teilweise, ja, weiß nur noch was, aber auf jeden Fall viel weniger gefehlt. Ja, um das sagen zu dürfen. Könnte. Na, schaut dann, weil es so ist. Ist ja kein Lüge, ist was. Komm, ich nehme dich mit Luigi. Okay, ist das jetzt hier alles vorbei? Sonst noch irgendwas Wichtiges, was ich wissen muss. Ja, es ist noch nicht vorbei. Ich werde. Das Base ist noch nicht vorbei. Ich werde noch ich werde es 100% durchspielen und die 100% habe ich leider noch nicht. Tja. Bleibt nichts anderes übrig, als einfach mal weiter zu spielen, ne? Es gibt nämlich auch eine Sternwelt. Und da sind Level, da geht es nochmal so richtig zur Sache. Da werden dann auch alle Themen, also alle Weltenthemen nochmal aufgegriffen. Ja, und wenn das vorbei ist, dann weiß keiner. Ich glaube, irgendwie habe ich das Gefühl, dass da noch was kommt. Auf jeden Fall müssen wir alle Starcoins gesammelt haben. Ich denke, wir haben jetzt auch soweit alle. Das sehen wir dann im nächsten Part. In der nächsten Folge. Ich habe jetzt keine Lust mehr. Hey, die Credits, die sind zwar wunderschön. Aber die interessieren keinen Schwein. Also. Wir können wieder weitermachen. Jetzt müssen wir jedes Design durchgehen. Ja. Das war jetzt einfach mal zur Ausnahme meines Längerrabatt. Okay, das ist das letzte Level. Denn jetzt regnet es Geld. Oh, ich liebe es, wenn es so Geld regnet. Aus dem Weg hier. Was passiert jetzt noch ein? The End. Nettes Feuerwerk, aber darf ich jetzt bitte. Danke. Okay. Wie wir sehen, gibt es hier einen Weg.
344 Starcoins braucht man, um hier raufzukommen. You have gotten everything in Koopa Planet. Und kommt noch irgendeine Meldung? Fast alles gesammelt, alle Starcoins in der ganzen weiten Welt. Nein. Schade. Auf jeden Fall, einen Stern haben wir schon. Aber nur einen. Um das kurz zu sein. Irgendwie scheint noch eine Starcoins. Irgendwie scheinen noch Starcoins zu fehlen. Ja. Ich kann aber nicht genau sagen, wie, wo, was und warum. Vielleicht haben wir Secrets Worlds ausgelassen. Starcoins. In Yoshi Island haben wir alle. In Ubi Secrets haben wir alle. Da 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 haben wir auch alle. Da haben wir alle. Mini Mega. Ah, Sky City haben wir übersehen. Ja, eine Welt haben wir tatsächlich übersehen, und zwar Sky City. Sky City, das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.